Wir kommen zu Klaus Berberich, General Manager der Think Technologies. Und wir kommen auch wieder ins Büro mit dem Titel Die Zukunft des Büros mit Digitalisierung zu attraktiven und effizienten Büroflächen. Ist das hier der Herr Berberich, herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank. Hallo zusammen. So, schauen wir mal, ob wir hier loslegen können. Genau, vielleicht ganz kurz. Mein Name ist Klaus Berberich, ich bin einer der Gründer von Think Technologies mit dem Produkt ThinkIt. Wir sind eine Real Estate Operations Plattform. Ich bin aber heute nicht hier, um viel über das Produkt zu sprechen, sondern um die Technologiesicht auf das, was gerade von Cushman & Wakefield zum Beispiel gerade gesagt worden ist. Im Grunde, wenn man sich so vorstellen kann, was machen wir? Wir nehmen die schlauen Konzepte von Cushman & Wakefield, MoCon, Dresden Sommer, wem auch immer, und versuchen uns zu überlegen, was bedeutet das für eine technologische Umsetzung, und bauen dann eine Plattform, mit der wir den Menschen dabei helfen können, dass die technologische Komponente des Ganzen abzudecken. Das machen wir in Zentraleuropa, glaube ich, mit ein paar interessanten Firmen zusammen. Und aus dem Erfahrungsbereich würde ich gerne ein bisschen berichten. So, mal schauen, ob ich Technik hier beherrsche. Ich glaube, wir müssen uns hier nicht besonders drüber unterhalten. Wurde ja schon breit vorgestellt. Natürlich ist das die Zukunft des Büros vom Konzept der Hybrid. Die Menschen wollen teilweise zu Hause arbeiten, teilweise im Büro. Es hat sich natürlich stark verlagert in Richtung mehr von zu Hause arbeiten, wie auch immer man jetzt genau die Prozentverteilung sieht. Auf jeden Fall viel mehr als vorher. Aber wir sehen da relativ viele dann Umfragen in diesem Umfeld. Ja, auch die Frage Flexdesking kam jetzt gerade auf. Ne? Will jemand einen Schreibtisch haben oder möchte man also einen festen Schreibtisch oder möchte man Flexdesking haben? Dann hat man gesagt, ja, nee, da habe ich lieber einen festen Schreibtisch. Ne? Aber die Frage ist ja so ein bisschen so, wenn man sagen möchte, man gerne ein schnelles Auto oder ein langsames Auto haben. Ja, ein schnelles Auto. Ja. Möchte ich lieber irgendwie ein günstiges oder ein teures Auto? Ja, ein günstiges Auto. Ne? Dann möchte ich eins mit viel Platz oder wenig Platz. Kann man so machen, ist aber dann bringt natürlich keine besonders guten Ergebnisse. Deswegen haben wir gefragt, Mitarbeiterinnen, was wollt ihr denn lieber? Einen Tag Flex und einen festen Arbeitsplatz oder ins Büro kommen, wann ihr wollt und Flexdesking? Und da haben wir ein ziemlich deutliches Ergebnis bekommen. Also Mitarbeiterinnen möchten gerne diese Flexibilität, die sie jetzt in der Pandemie kennen und schätzen gelernt haben, zum Großteil, immer Ausnahmen, zum Großteil weiter behalten. Was bedeutet das jetzt auf der finanziellen Seite, wenn ich jetzt auf der einen Seite sage, okay, ich habe jetzt Mitarbeiterinnen, die würden gerne mehr von zu Hause arbeiten und die akzeptieren eine flexible Arbeitsplatzumgebung, nicht territoriales Arbeiten, Flexdesking, Hotdesking, wie auch immer man es nennen will. Dann haben wir natürlich massives Einsparpotenzial an der Stelle vorhanden in den Flächen. Ja, also wenn wir uns 1000 Arbeitsplätze anschauen, 14.000 Quadratmeter ist für Deutschland schon relativ dicht. Der Schnitt ist da eher über 20 Quadratmeter. Können wir mal ein paar Millionen Euro im Jahr sparen an Miete. Kann man sich jetzt überlegen, ist das alles verrückt, virtuell? Passiert aber Stand heute überall. DAX-Unternehmen hoch und runter, unsere Kunden hoch und runter, machen diese Sachen, 600 Arbeitsplätze, vielleicht auch nur 500 Arbeitsplätze für 1000 Mitarbeiterinnen. Völlig normal geworden inzwischen. Das erfordert die Fähigkeit, das war vorher auch schon so, das ist jetzt nichts Neues, aber es erfordert eben die Fähigkeit, von zu Hause zu arbeiten. Das war vor der Pandemie noch immer so, ja, wissen wir nicht, wollen wir das, können wir das, das geht bei uns gar nicht, ist natürlich komplett weg. Ja, die Fragestellung, ob das geht oder nicht, ist weg. Und deswegen sind diese Einsparpotenziale jetzt extrem greifbar geworden für quasi alle Unternehmen. PwC hat sich dazu auch schon vor einem Jahr, glaube ich, geäußert mit der ganz guten Studie, mehr Home, weniger Office, kann man sich alles anschauen. Die Bottomline ist, es ist finanziell quasi für Unternehmen ein No-Brainer, auf flexiblere Arbeitsmodelle umzusteigen und Fläche zu verkleinern und dabei tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell Return on Investment zu generieren. Heißt, die Mitarbeiterinnen wollen das gerne, die wollen gerne flexibler sein und in den Unternehmen gibt es riesige Einsparpotenziale. In der Kombination kommt man nicht dran vorbei, dass die Verdichtung der Büros kommen wird. Das wird einfach passieren. Über die nächsten 5 bis 10 Jahre hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, wann Mietverträge auslaufen und wie schnell man diese Savings auch realisieren kann und so weiter. Aber es wird auf jeden Fall kommen und viel, viel, viel schneller und stärker als vor der Pandemie. Und das ist gut so. Jetzt vielleicht nicht für jeden und alle Komponenten der Immobilienwirtschaft,
wenn Sie jetzt besonders große Bestandsgebäude haben, Bestandsimmobilien haben, ist das vielleicht ganz schöner Stress. Also ich würde davon ausgehen, dass wir für die gleiche Mitarbeiterinnenzahl 30-50% weniger Bürofläche brauchen werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Aber das ist ja großartig, das effizienteste Gebäude, ja, ist natürlich, dass das nicht gebaut wird. Wenn es erst gar nicht gebaut werden muss, dann brauchen wir die Baustoffe nicht, wir müssen es nicht betreiben, wir müssen es nicht abreißen. Und insofern sollten wir das alle sehr begrüßen. Das ist der größte Trend. Es gibt eine Studie von Mocon, die, glaube ich, gerade vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde. Flexdesking ist der größte individuelle Einflussfaktor auf die Reduzierung meines CO2-Footprints meiner Mitarbeiterinnen. Also erstmal eine coole Sache, würde ich sagen, sollten wir alle dahinter kommen, wenn wir versuchen, die Abkommen zu machen. Allerdings haben wir natürlich ein bisschen ein Problem, neben denen, die von Cushman beschrieben wurden, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich war selbst Teil eines solchen Experiments, da wurde bei meinem damaligen Arbeitgeber in den USA direkt neben dem Grand Central Terminal einfach entschieden, wir brauchen nur noch die Hälfte der Fläche, ne? Und dann haben die einfach von 2 Stockwerken ein Stockwerk abgemietet, leicht umgebaut und allen gesagt, so, jetzt sucht euch mal schöne Arbeitsplätze. Was ist passiert? Man ist ins Büro gekommen und wusste nicht mehr, ob man einen Arbeitsplatz hat oder nicht. Und es kam durchaus vor, dass da mal mehr als 50% Bedarf war. Und da man das aber nicht herausfinden konnte, hat man es dann erst herausgefunden, wenn man im Büro war, dann dort im Büro festgestellt, kein Arbeitsplatz, runter in Starbucks gegangen, vom Starbucks aus sehen wie eine Vertragsverhandlung mit dem Finanzunternehmen geführt. Super, ja, das macht Mitarbeiterin einmal, vielleicht zweimal. Dann kommen die einfach nicht mehr ins Büro. Sagen, wenn ich habe keine Ahnung, was da im Büro ist, ich kann da nicht arbeiten, bleibe ich lieber zu Hause. Ja. Also könnte man jetzt auch sagen, ist das schlimm oder nicht? Wir haben uns jetzt daran gewöhnt, zu Hause zu arbeiten. Aber von Collaboration, Communication, Concentration geht eben Concentration gut zu Hause, Collaboration, Communication nicht so gut. Was dazu führt, dass wir diesen State of Flow, den wir speziell bei kreativen Teams gerne haben, eben nicht finden zu Hause oder nicht so stark. Wir finden auch, dass die Bindung an den Arbeitnehmer extrem viel kleiner ist. In den USA haben wir riesige Kündigungsraten im letzten Jahr gesehen im Verhältnis zu davor. 25%, völliger Wahnsinn. Und im Grunde spannende Studien aus dem Imperial College in London, die sagen, dass das eigentlich nicht wirklich funktioniert. Kollaborativ, kreativ zusammenzuarbeiten, ohne im gleichen Raum zu sein. Und natürlich ist die große Frage, warum ist das alles so toll, zu Hause zu sein? Ne? Weil man diese Work-Life-Integration haben kann, weil man den Commute sparen kann, die Anreise. Ne? Also wie erschaffen wir Büros, die so cool sind, dass man dahin will? Das ist sicherlich mehr als Technologie. Das sind die Konzepte, die wir gehört haben. Aber Technologie spielt eine Rolle, weil wir nämlich das Büro kaputt machen können durch das Umsteigen auf Flexdesking. Wenn ich einen festen Arbeitsplatz habe, dann brauche ich mir nie Gedanken machen, habe ich denn einen, wenn ich ins Büro komme. Ja? Das ist eine fundamentale Komponente, die musste ich nicht lösen vorher in meinem Flächenkonzept. Die muss ich jetzt lösen. Ich brauche eine Antwort davor. Woher weiß ich das, bevor ich aus dem Büro rausgehe, dass ich einen Arbeitsplatz haben werde? Wie finde ich den Arbeitsplatz, wenn es heute der ist, morgen der, schnell? Im 50-Quadratmeter Büro kein Problem. Im 20.000 Quadratmeter Gebäude mit irgendwie 80% Auslastung einen Arbeitsplatz zu finden, kann schon mal eine halbe Stunde dauern, wenn ich keine technologische Unterstützung habe. Wo lege ich meine Sachen ab, Lockersysteme und so weiter? Und habe ich unterschiedliche Flächen, eben trotzdem noch meine Concentration-Flächen? Klar, ich komme ins Büro, um zu kollaborieren, aber mein Tag ist ja nicht eine reine Kollaboration, sondern manchmal kollaboriere ich, manchmal muss ich mich konzentrieren. Aber dann auch banale Dinge, wo ist der nächste Drucker, wo ist die nächste Kaffeemaschine? All diese Dinge, die sind zerstört durch ein flexibles Arbeiten, was vorher überhaupt kein Thema war, weil ich einfach meine Arbeitswelt kannte. Und da in diesem Bereich kann man natürlich auch Kollegen finden und so weiter, viel tun. Auf der anderen Seite, wenn wir so über neue Büros reden, ja, wie der Herr Gräber vorhin gesagt hat, schicke Möbel, tolles Essen, vielleicht ein Kicker oder sowas. Ne, das spielt alles erst eine Rolle, wenn ich das, was jetzt hier links ist, gelöst habe, die Basis, das Büro funktional gehalten habe. Erst dann kommt es darauf an, okay, ich kann tolles Essen machen, kommt sehr, sehr gut an bei den Mitarbeiterinnen, wenn man kostenlose Verpflegung oder sehr hochwertige Verpflegung hat. Es ist was los im Büro. Ein Büro ohne Flexdesking schon oder ohne Homeworking 60% belegt, mit Flexdesking 30-40% belegt, fühlt sich furchtbar an. Ich weiß nicht, wenn man in letzter Zeit in so einem leeren Büro war, grausam, ja, will man nicht. Das soll eigentlich voll sein. Und dann klar ist es schick, wenn man tolle Möbel hat von Bene oder so, die super aussehen und bequem sind.
Und dann natürlich gibt es auch viele Menschen, die zu Hause sind, mit denen man weiterhin kollaborieren soll. Da gibt es neue, bessere Technologien, als wir sie noch vor ein paar Jahren gehabt haben. Und klar kann man natürlich auch Workplace Experience Apps nutzen, um den Aufenthalt im Büro noch angenehmer zu machen. Die Digitalisierung kann hier helfen. Ja, ich möchte nicht auf die ganzen Details eingehen, aber auf der einen Seite können Workplace Experience Apps Arbeitsplatz buchen, locker, Kollegen finden, derartige Dinge, können natürlich das Büro funktional halten und auf der Fragestellung der erweiterten Angebote dafür sorgen, dass wir messen können, was wird von den Mitarbeiterinnen angenommen und was nicht. Das ist nämlich ein großes Problem, dass wir sonst ganz tolle Huddle Corner machen und alle möglichen anderen Sachen und uns einreden, ja, ohne es zu wissen, ob die toll sind oder nicht. Ne? Und dann bleiben die bis zum nächsten Umbau und keiner hat es erfasst. Ne? Da kann natürlich Digitalisierung sehr stark helfen, einen Feedback-Loop einzufügen, immer auf der Basis von Digital Twins und BIM und so weiter. Aber wie gesagt, heute reden wir über das Level der Technologie nicht. Nur um sich kurz vorzustellen, wie kann dieses funktionale Büro für die Mitarbeiterinnen aussehen? Bevor ich überhaupt losgehe, schaue ich, was muss ich heute im Büro beachten, Covid-Regeln anschauen, buche mir meinen Parkplatz, gibt ja nicht mehr für jede Mitarbeiterin ein, buche mir meinen Arbeitsplatz, gibt auch nicht mehr für jede Mitarbeiterin ein und stelle dann schon fest, wenn es keinen gibt, dann bleibe ich eben zu Hause und plane meinen Tag so. Zutritt zum Gebäude übers Telefon finden gerade die jüngeren Generationen schick, die auch Apple Pay oder Google Pay oder sowas machen, gleiches Konzept, Karte weniger dabei haben. Irgendein Lockersystem, wo ich meine Sportsachen reinlege, weil ich heute Abend noch ins Fitnessstudio möchte, rausfinden, wer ist heute noch alles da, wo sind die gerade und kann vielleicht dann noch gucken, was ist in der Kantine los. Und wenn ich in den Besprechungsraum komme, der jetzt dieses neue, tolle Kollaborationssystem hat, dann kriege ich auch sehr schnell auf meinem Telefon vielleicht angezeigt, was das ist und was das kann. Ich kann herausfinden, welche Besprechungsräume um mich herum sind, kann navigiert werden dorthin zu meinem Arbeitsplatz, zum Besprechungsraum, kann sofort Störungen melden und dann am Ende vielleicht auch herausfinden, wann ist mein nächster Bus oder mein nächster Zug oder wie auch immer. Das ist das, was wir sozusagen uns vorstellen. So kann man das Bürogebäude auch unter Flexdesking, auch große Gebäude, flexibel halten. Und dann wollen wir natürlich auch jetzt nicht für den Nutzer auf dem Telefon, sondern für die Real Estate-Abteilung in der Lage sein zu wissen, was ist denn die Auslastung, und zwar wie jetzt hier, vielleicht mal aufs ganze Gebäude, vielleicht mal runtergebrochen auf die unterschiedlichen Abteilungen oder auch vielleicht heruntergebrochen auf einzelne Aktivitätstypen am Ende und in irgendeiner Kombination. Um dann eben zu wissen, was wird mehr angenommen, was wird weniger angenommen, wovon muss ich mehr zur Verfügung stellen, weil wir davon ausgehen, dass sich das permanent ändert und wir nicht einen Grundriss festlegen können, der für das Unternehmen für die nächsten 5 bis 10 Jahre funktioniert, sondern wir quasi alle 6 bis 12 Monate irgendeine Anpassung machen müssen bei dem, was passiert. Daraus ergibt sich für uns so eine Bürobedürfnispyramide und da kann eben Technologie unterschiedlich helfen. Es gibt die Essentials, die müssen neu gedacht werden, neu gelöst werden. Wie komme ich zu meinem Arbeitsplatz? Welchen Arbeitsplatz habe ich? Es gibt die grundsätzliche Effektivität des Arbeitens, also die 3 Cs, ne? Communication, Collaboration und Concentration, dass dafür Flächen vorhanden sind, in denen ich das machen kann, dass ich natürlich Temperatur, keine 40 Grad im Sommer habe, wie ich sie vielleicht zu Hause habe in der Dachgeschosswohnung und natürlich auch Effizienzkomponente, wo finde ich jetzt meinen Drucker, wo ist mein Kollege, all diese Dinge. Das ist essentiell notwendig, aber muss neu gedacht werden in flexiblen Arbeitsumgebungen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich natürlich oben drüber schicke Konferenzräume basteln, tolle nochmal Clean Air machen, CO2-Messungen durchführen, Radon und so weiter und so fort und dann vielleicht sogar auch den Kicker irgendwo hinstellen, der den Leuten dann auch mal Spaß macht in der Küche. Aber das alles erst bitte, wenn das essentiell Notwendige durch ist. Also was haben wir als Schlussfolgerung? Hybrides Arbeiten ist gekommen, um zu bleiben. Es ist einfach, wenn man sich die Mathematik anschaut, da gibt es keinen Ausweg. Das wird einfach passieren. Und es geht jetzt darum zu gestalten, wie es passieren soll. Wie auch vorher schon gesagt, Chance und Gefahr gleichzeitig. Natürlich in Cushman & Wakefield Vortrag viel besser ausgearbeitet und länger, was wir für Kollaborationsprobleme haben. Das heißt, Menschen müssen zurück ins Büro kommen, haben dort neue Herausforderungen, Digitalisierung als Schlüssel. Wenn wir das aber schaffen, diese Probleme zu lösen, dann gibt es auf der anderen Seite eine Welt, in der wir viel weniger Bürofläche brauchen,
was tatsächlich aus ökologischer Sicht hervorragend wäre, muss man einfach sagen. Das sollte ein Ziel sein, hinter das wir alle kommen. Und für die Mitarbeiterin auch toll sein kann, ich möchte vielleicht den letzten Datenpunkt nennen. Auch ein großes deutsches Unternehmen hat an mehreren Stellen die Bürofläche um 50% reduziert. Und jetzt nicht die Arbeitsplätze, sondern die Gesamtbürofläche um 50% reduziert an mehreren Standorten weltweit. Mit einem solchen Konzept auf Flexdesking vorbereitet und hat dabei eine Zufriedenheitserhöhung der Mitarbeiterinnen zwischen 50% und 60% messen können in diesen neuen Standorten. Also wir haben hier eine unglaubliche Chance, eine viel, viel, viel ökologischere und viel bessere Arbeitsumwelt zu gestalten, wenn wir das sozusagen positiv mitgestalten wollen. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank, Herr Berberich, für diesen Vortrag, der uns ein paar Steilvorlagen auch liefert für die Diskussion. Sehr interessante Umfrage. Die Mehrheit der Mitarbeiter hat sich entschieden, für dieses Konzept lieber dann ins Büro gehen zu können, wann man dazu Lust hat, und Flexdesk in Kauf zu nehmen. Meine steile These ist jetzt, die Leute hatten auch schon vor Corona keinen Bock, ins Büro zu gehen. Nur jetzt sehen Sie die realistische Chance, es auch durchsetzen zu können. Das ist der einzige Unterschied, oder? Ja, also das ist für einige bestimmt richtig, aber ich glaube schon, dass viele erst jetzt gelernt haben, wie sich das überhaupt anfühlen kann, die es einfach vorher gar nicht kannten und auch Bedenken hatten, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, die Kinder sie dauernd stören und man keine professionelle Arbeitsumgebung hat und so. Ne? Und diese ganzen Probleme, die kriegt man ja normalerweise, hat man nicht die Zeit, die zu lösen, jetzt ist man gezwungen worden, sie zu lösen. Und jetzt sind sie halt gelöst und dann kann man natürlich die Vorteile genießen. Und da die Probleme schon gelöst sind, gibt es eben jetzt diesen hohen Zuspruch. Herzlichen Dank, Herr Berberich, für den Vortrag.